Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Thomas Mann. Ein Hund wälzt sich. Bauschan steht also und blickt in trübem Sinn vor sich zu Boden. Dann beginnt er, sich langsam und suchend um sich selber zu drehen, als wolle er sich niederlegen und sei nur noch ungewiss, in welcher Weise. Doch entschließt er sich anders und geht trägen Schrittes in die Mitte des Rasenplatzes, wo er sich mit einer plötzlichen, fast wilden Bewegung auf den Rücken wirft, um diesen in lebhaftem Hin- und Herwälzen auf dem gemähten Grasboden zu scheuern und zu kühlen. Das muss mit einem starken Wonnegefühl verbunden sein, denn er zieht krampfig die Pfoten an, indem er sich wälzt, und beißt im Taumel des Reizes und der Befriedigung nach allen Seiten in die Luft. Ja, umso leidenschaftlicher kostet er die Lust bis zur Schalenneige, als er weiß, dass sie keinen Bestand hat, dass man sich nicht länger als allenfalls 10 Sekunden so wälzen kann und dass nicht jene gute Müdigkeit darauf folgt, die man durch fröhliche Anstrengung erwirbt, sondern nur die Ernüchterung und verdoppelte Öde, mit der man den Rausch, die betäubende Ausschweifung bezahlt. Er liegt einen Augenblick mit verdrehten Augen und wie tot auf der Seite. Dann steht er auf, um sich zu schütteln. Er schüttelt sich, wie sich nur seinesgleichen schütteln kann, ohne eine Gehirnerschütterung besorgen zu müssen. Schüttelt sich, dass es klatscht und klappert, dass ihm die Ohren um die Kinnbacken schlagen und die Lefzen unter den weiß schimmernden Eckzähnen fliegen. Und dann? Dann steht er regungslos in starrer Weltverlorenheit auf dem Plan und weiß endgültig auch nicht das geringste mehr mit sich anzufangen.